Also ich heiße Kim, bin 17 Jahre alt und gehe zurzeit noch zur Schule und ich betätige mich ehrenamtlich in der Bibliothek. Ja, also ich bin Marc, bin 17 Jahre alt und seit 2015 engagiere ich mich hier in der Bibliothek in Peißen ehrenamtlich und habe das Projekt auch so ein bisschen mit aufgebaut und ja. Also ich bin die Pauline, ich bin auch 17 Jahre alt und ich mache öfter Projekte in der Bibliothek Peißen mit. Genau, also wie gesagt, 2015 haben wir das hier so ein bisschen eröffnet. 2012 wurde hier im Ort die Grundschule geschlossen, da ist das alles so ein bisschen eingeschlafen, das Gemeindeleben, wie man das auf dem Land meistens so kennt. Und wir haben uns dann überlegt, wie können wir das ein bisschen verändern als Jugendliche. Haben wir uns so in der Gruppe gefunden, haben dann überlegt mit dem Bürgerverein gemeinsam, was können wir machen. Dann kam die Idee in der Bibliothek. Heutzutage sind Bibliotheken ja nicht nur noch für Bücher, sondern auch für Veranstaltungen und für Lesungen, zum Beispiel für Kinder. Und ja, das haben wir jetzt mittlerweile alles ganz gut umgesetzt. Also wir haben regelmäßige Aktionen hier gemeinsam mit Kindern. Wir haben auch mit der Stiftung Lesen einen Leseklub aufgebaut, in dem jetzt Vorlesepaten nicht nur Jugendliche, sondern wo wir jetzt eben auch für Senioren sozusagen das Angebot geben, sich zu engagieren. Und das wird jetzt alles laufen und es, ja. Ja, also das Ziel ist hier natürlich, ja, das ländliche gemeinsame Wir so ein bisschen zu stärken, dadurch, dass man hier eben zusammenkommt, ein bisschen Begegnungen sozusagen auch hat, also ältere Menschen arbeiten mit jüngeren Menschen zusammen, was wir eben auch gerade im Leseklub haben, wo wir Jugendliche haben als Vorlesebetreuer, aber eben auch Senioren oder ältere Menschen, Erwachsene, und das ist so das Ziel, sage ich mal. Also bei uns kann man sehr gerne mitmachen, wir freuen uns immer über Hilfe. Das fängt bei Spenden von Büchern an bis zu einfacher Hilfe hier oder in irgendwelchen Ferienprojekten zum Beispiel. Und eigentlich muss man dafür nichts erfüllen an Kriterien. Ich mag es mich sehr hier zu engagieren, da ich das als eine super Vorbereitung für meinen späteren Traumjob als Grundschullehrerin nutze und ich liebe das, die kleinen Kinder dann zu sehen, wie die sich freuen über mich oder auch wenn man die nach solchen Projekten sieht und sie einen umarmen oder sowas. Das macht mir sehr Spaß. Ich liebe es hier zu arbeiten, weil es sich nicht wie Arbeit anfühlt, sondern wie Freizeit.